Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTubers Live. Wir haben in der letzten Folge unsere Abonnenten verdoppelt und wollen uns jetzt ein neues Spiel holen und schauen uns auch mal, wie das Walkthrough läuft. Das Ganze auch bei gefühlten 40 Grad hier in meinem Arbeitszimmer, aber was soll's, das Video muss ja gemacht werden, wenn es pünktlich rauskommt. Dann schauen wir mal weiter, unser Fantastic Squirrel Place. Das, der Walkthrough ist das, glaube ich, der läuft gerade, oder das ist nicht, ne, das ist nicht der Walkthrough, der kommt noch. Wir können natürlich Werbung für das Video machen. Machen wir bei dem nächsten, das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Werbung gemacht, promoted? Nee. Aber machen wir mal beim nächsten, vielleicht bringt uns ja das einiges an mehr Subscribern und vor allem Money. Oh nein, wir müssen wieder Finds machen. Kommentare. Okay, und jetzt können wir es promoten. Zack. Und gucken mal, wie es jetzt abgeht, ob wir damit Plus machen. Wir haben 55 Euro reingesteckt. Und gucken mal, und wir wollten uns am PC jetzt ein neues Game holen. Da, das Fantastic Scribble Wood. Wollen wir uns ein Game oder ein Rechner holen? Ein Game, ne? Go Shopping. Amazing One und Best Place. Was wollten wir uns denn holen? No? Geht schon runter, geht was. Scribble haben wir. Das ist neu, ne? Ich weiß gar nicht, was wir uns holen wollten letzte Folge. Das ist natürlich super. Shit. Mist, aber das Video läuft hier gut an. Okay, wir haben viele Daumen nach oben, wenige Daumen nach unten, aber die sind wieder. Und Nikosoft zum Event. Wir gehen diesmal mal wieder zum Event, oder? Visit Godzilla ready? Nein, cancel. Haben wir nicht schon ein Event angenommen? Nein. Brauchen wir das neue Spiel? Nierencat. Nice, aber wir kriegen natürlich einen Claim, wenn wir die benutzen. Und ja gut, ein paar Karten, aber wir haben ein bisschen mehr Money als vorher. Können uns immer noch keinen neuen Rechner leisten. Können auch keinen Sellout machen. Machen wir ein neues Video. Erstmal, auch wenn ich jetzt glaube ich was verbockt habe. Ich weiß nicht, wir haben ein Walkthrough, ein Gaming-Video geht bei dem Spiel doch noch. Damit wir uns auch einen neuen Rechner leisten können. Wir hätten auch arbeiten gehen können, aber ach, was. Und es läuft hier bei den 5000 Subscriber schon mit dem bisschen Promoten. Funny Greeting, zack. Und Goldens kriegen wir eh nicht, das wird doch eh wieder. Ah, war doch klar. Angry Comment. Dann ein Off-Topic Comment, passt. Den Neon Cat würde ich gerne nehmen, ist geil, kriegen aber keine Verdopplung, lohnt sich also nicht. Nehmen wir den 5. Wir haben richtig Punkte rausgehauen und können jetzt gar nichts mehr machen. Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben schon wieder nur ein halbes Video. Hatten wir im letzten Folge am Ende nicht auch nur ein halbes Video? Und hier schon wieder, unser PC ist schon wieder kaputt. Was geht da ab? Und das Video ist wieder nicht so geil geworden. Interesse ist wenig. Oh, egal. Aber wir haben ein Video rausgehört. Man muss halt auch mal schlechte Tage schlachtet. Schlechte Videos raus. 398. Wir können unseren Rechner nicht benutzen. Gehen natürlich worken. Dann noch was essen, was? Das Schlafen. Und dann gucken wir, ob wir uns einen neuen Rechner leisten können oder noch nicht. Weil wir brauchen definitiv einen. Der ist schon wieder kaputt. Nein, wir wollen nicht mit Fans rechnen, die uns einfach anrufen. Was ist da los mit denen? Wollen die überhaupt meine Nummer? Wir haben doch noch so ein altes Nokia-Handy. Dann gehen wir mal schlafen. Haben 65.000 Subscriber. Die Videos haben ja richtig was gebracht. Geht natürlich immer besser. Und geh schlafen, du bist doch müde. Mann. Zack, essen. Lecker. Alles gut, was essen wir denn heute? Sandwich, Hotdog oder Salat? Ach ja, komm, Energy Drink, hau rein, die.
Boots, 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 weißt du, das hilft immer zum Pushen, Pushen, dann isst du noch ein Brot und dann ist doch alles gut, Brot und Energy. Oh. $428 reicht das schon, wir müssen erstmal reparieren, natürlich, was auch sonst. Ah, ärgerlich. So, PC World, wir wollen eine neue CPU. Und die kostet 500. Ach, wir haben die schon gekauft. Wir haben schon eine neue CPU gekauft? Letzte Folge? Echt? Ah, ich habe jetzt nicht mehr... Okay. Bisschen verwirrt. Gut, dann brauchen wir eine neue Webcam für 130. Putz, okay. Keyboard, was ist das teuerste? Luxus. Monitor. Können wir uns noch nicht leisten. Schade, warten wir noch. Aber wir können eine gute Maus. Holen wir erstmal alles, was geht. Ein gutes Mikrofon für 99. Ein Standmikro. Und ein gutes Headset für 85. Gut. Erstmal kaufen. Ah, wir wollten das Final Cut Premiere kaufen. Ich wusste, dass ich wieder was vergessen habe. Wir wollten uns das neue Schnittprogramm kaufen. Und was ist? Wir vergessen es. Wir kaufen uns alles. Also wir brauchen jetzt noch das neue Schnittprogramm und die Monitore für 450. That's open. So, ein bisschen mal hier die Sicht drehen. Haben wir mal eine neue Ansicht. Ich vergesse, dass man hier auch rumgucken kann. Aber hier ist nicht viel zu sehen momentan. Was kommen wir an? So eine komische, schräge Tastatur. Das hatte ich früher auch mal. Vor 10 Jahren. Das ist ganz schrecklich. So eine verbogene Tastatur. Wir brauchen 3 Monitore, ist doch klar. Können wir doch gar nicht richtig. Ein Mikro ist natürlich richtig nice. Da kommen wir direkt gleich. Aber wir haben kein Geld für ein neues Game. Das ist natürlich bitter. Okay, dann aber jetzt. Go shopping. It's working. Putz! $103 oder ein neues Schnittprogramm. Best rated. April, das kam erst raus. Ey, das ist ja billig. Kaufen wir direkt. Kaufen. Und wir können uns dann noch das neue Schnittprogramm leisten. Oh, das wäre richtig awesome. Dann fehlt uns nämlich jetzt nur noch die PCs, die wir uns jetzt leisten können. Haben wir jetzt ein neues Game? Oh, hello, Enno. Zack. Hack. Wir umarmen sie erstmal und warten noch auf unser neues Schnittprogramm. Dann ist die gerade hier. Dann choosen wir ein Game und machen direkt einen Koop im neuen Game, wenn es geht. Wäre so nice. Nee, können wir noch nicht. Wir fangen mit einem Walkthrough an und dann machen wir das Gameplay-Video. Okay. Ach, die geben die Punkte, ne? Das ist ja richtig nice. Richtig nice. Da können wir jetzt richtig rein. Ah, nee. Diesmal mache ich keinen Fehler. Wir gehen nochmal schlafen, essen danach was und dann machen wir das Video. Dann können wir jetzt nicht mal einen richtigen Knaller raushauen. So, voll gestern, jetzt haben wir auch 35 Punkte und jetzt können wir ein neues Gaming-Video produzieren. Walkthrough, Start Video, bam, Station, zack, Webcam, Full HD. Hau da raus, Popfilter, ist doch klar. Monodirectional. Das ist natürlich geil, geile Kamera und alles, jetzt am Start. Genau das wir jetzt schon die ganze Zeit wollten. Wir brauchten dafür fast 80.000 Subscriber, um uns leisten zu können. Wir können direkt mit einem Musikintro starten. Haben 35 Punkte. Das ist ja richtig, läuft bei uns jetzt richtig. Kriegen hier doppelt auf Sound. Können aber keinen Sound benutzen. Das ist natürlich bitter. Technical Kommentar. 11 Punkte. Können wir uns mal leisten. Wir müssen auch aufpassen. Wir können nicht so teure jetzt nehmen. Ein bisschen Sarkasmus noch reinbringen. Nyan Cat würde ich gern, machen wir aber nicht. Wir haben noch 11 Punkte. Sind erst bei Build 6. Jetzt können wir Nyan Cat, müssen Nyan Cat nehmen.
Na, jetzt müssen wir ein bisschen Kohle zahlen. Wir haben keine Kohle, wir müssen arbeiten gehen. Für die Neon Cat, aber läuft doch bei uns. Das ist ja jetzt hier Schnittprogramm aus der Hölle. Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Zack. Punkte. Ach so, das gibt richtig hier was. Zack. Okay, das gab jetzt richtig was, oder? 8 Punkte haben wir noch. Können 15 Punkte? Ne, ist egal, wie wir es machen. Einer bleibt übrig. Wir machen so. Oh, da gibt es richtig was für das Video. Wir rennen dann jetzt viel, viel schneller. Oh, kaum Interest momentan. Warum? Ein Walkthrough ohne Interest? Wir publishen, gehen sofort arbeiten. Für 50, weil wir müssen an Nyan Cat zahlen. Da brauchen wir erstmal Money. Nighttime Fencing has released for Honey PEEs. Wir haben natürlich noch keine Konsole uns gekauft. Wir machen momentan ja reines PC-Gaming. Wir können... Nein, wir wollen weitergehen. Wir wollen nicht mit euch raus. Wir bleiben schön in unserer Welt. 144. Ja, du musst wieder schlafen. Wir müssen jetzt erstmal arbeiten gehen, um unser Video überhaupt online zu stellen. Das ist richtig bitter. Und dann die 144 wieder reinbringen. Eieie, das wird super schwer. Wir müssen erstmal die $144 wieder reinbringen, um einen Gewinn zu machen. Das schaffen wir nicht mit dem Video, aber wir haben... Unsere Skills ja verbessert. Passt schon irgendwie. Geh worken, komm. Wir brauchen dein Geld. Immer den 50er ranschleppen. Noch zweimal arbeiten gehen, dann können wir das Video erst online stellen. Na gut, dass man hier schon zahlen muss, bevor das Video online ist und nicht nachdem es online war. Irgendwie, du kriegst eine Strafe, die hier, zahlt sie. Dann würden wir nämlich schon mal ein bisschen Geld verdienen. Das wäre schon besser. Mal für $40 arbeiten gehen, das sollte reichen. Oh, wir dürfen diese Copyright-Verletzungen nicht mehr so oft bringen, das kostet uns super viel Geld, ne? Aber wir wollen in diesem Video auf jeden Fall das Video hier noch am Start bringen und gucken, was es bringt an Subscriber. Wir haben ja eine gute Marke, 80.000 Subscriber und 960.000 Views, dann sind ja fast die Millionengrenze. Jetzt payen wir die Fine. Alles gut, unser nächstes Goal haben wir nicht. Talking was the first thing that goes through my head is great. If you can do anything, upload a Vlog. Ja, gut. Dann müssen wir aber wieder unterwegs sein, um wieder einen Vlog zu bauen. Okay, unsere Stammviewerschaft guckt natürlich wieder hart zu. Wir kriegen wenig neue Viewer, machen aber dementsprechend auch Geld, weil wir viele Views haben. Geh natürlich sleepen, essen. Was? Wie können wir denn so viele verlieren wegen dem Video? Fast 2000. What? War lange kein Video mehr. Da kommt doch ein Video. Wir haben fast 2000 Subscriber verloren bei dem Video. Was? Ich merke schon, Walkthrough kommt bei der Community nicht an, die wir uns aufgebaut haben. Wir machen... Oder das Game ist einfach nur schlecht, ich weiß es nicht. Wir machen jetzt noch das gleiche Game natürlich als Gameplay. Kann ja nicht sein, oder? Das ist... Ey, wir haben die 1 Million Views geklickt. Hype. Haben wir noch geschafft, wir machen das Video noch fertig und können dann schauen im nächsten Part, ob sich Gameplay mehr lohnt oder das Spiel einfach nicht passend war. Es hat auch nur 12,99 gekostet im Laden. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht an den Views und so. Sonst kaufen wir uns ja mal 60 Euro Spiele. Da läuft's. Die sind die natürlich auch dementsprechend gehypt.
Aber so, wir müssen die Viererpunkte hier nehmen. Ist klar, die Zehner würden wir sonst nicht mehr die von sieben schaffen. Den Zweier Goldenen, den Vierer Pfeil und dann haben wir noch genug. Oder? Ein Zweier. Ein Outro kostet eigentlich immer zwei. Komm. Wir kriegen siebener Outro. Das hätte... Ach, komm. Leute, ich weiß auch nicht, es läuft wieder nicht so, wie es soll. Es ist ärgerlich. Verdammt ärgerlich, wie es hier läuft. Aber was soll's. Das Video war ganz, ganz super schlecht. Wir haben Subscriber verloren. Wir haben Geld verloren. Walkthrough. Nein, danke. Laden jetzt das Video hoch. Leute, wir hatten 80.000 Subscriber, haben es verloren. Wir haben aber die 1 Million Views diesen Part geschafft. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch machen könnte, ist es momentan ein bisschen monoton. Ich weiß es auch, denn wir können momentan nur uploaden. Wir müssen mal mehr rausgehen und auf Party machen. Das geht nämlich auch. Oder studieren, ob wir das beeinflussen können. Wir können nämlich Kurse starten. Das versuchen wir alles im nächsten Video und gucken, ob wir dann viel, viel mehr noch erreichen können, weil das Spiel soll viel mehr Möglichkeiten geben, als immer nur schlafen, essen und uploaden. Ich weiß, that's live, aber es sollen auch viel mehr Möglichkeiten. Gucken, wir haben die 1 Million Views geschafft, haben 78.000 Subscriber und gucken mal, wie sie sich steigert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich freue mich über jeden Kommentar von euch, jede Anregung auf meinem Channel und alles. Ich freue mich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!